Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Industrial Craft 2 Tutorial. Und in dieser Episode geht es um Dynamit. Und das Dynamit wird hergestellt aus Industrial TNT und einem String. Und das Dynamit können wir entweder ganz normal werfen, dann macht es gleich Bumm. Na? Bumm. Bumm. Oder wir können es platzieren an einen Block. Wie so hier. Und dann haben wir die Möglichkeit, wenn wir jetzt zum Beispiel halt sagen, okay, wir platzieren das einmal so, mit einem Dynamit-O-Mode können wir das aus der Ferne steuern. Das Item ist jetzt allerdings hier so ein bisschen verbuggt, beziehungsweise die Ansicht ist so ein bisschen verbuggt hier, zumindest in meiner Version. Vielleicht ist das in eurer Version nicht der Fall, sei es aber drum. Das heißt, ich mache jetzt hier mal einen Rechtsklick aus der Ferne, Dynamit wird gedroppt und los geht das halt im Grunde genommen. Und genau, das ist die Eigenschaft von Dynamit. An der Stelle war es das. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis demnächst. Tschüss.